Dann wurde Stoker also von einer Geschichte inspiriert, die Professor van Bergen ihm erzählt hat. Den Ereignissen in Transsilvanien. Vielleicht denen in Vladoviste? Das ist möglich. Wusstet ihr, dass Professor van Bergen Bram Stoker kannte? Ja, aber die Details in diesem Brief sind mir neu. Ich wusste nur, dass Stoker Herman als Inspirationsquelle genannt hat. Und Herman fühlte sich dadurch nicht geschmeichelt. Hat der Professor mit dem Erfolg des Romans gerechnet? Nein. Eines Tages sagte er zu mir über Stoker: Dieser unverantwortliche Mann hat nicht die Hälfte von dem verstanden, was ich ihm erzählt habe. Er begeht Fehler, die anderen das Leben kosten könnten. Hoffentlich wird man sein Buch schnell vergessen. Was ist der Ursprung für den Glauben an Vampire? Die erste Spur stammt aus Babylon. Das Schöpfungsgedicht enthält düstere Anspielungen auf Lilith, die Unstillbare, die das Blut Neugeborener aussaugt. Einige Jahrhunderte später werden in der Odyssee Tote erwähnt, die zusammen aus einem blutgefüllten Graben trinken. Jedoch wurden in Europa zu Beginn des 14. Jahrhunderts wahrhafte Epidemien über den Glauben an Vampire beschrieben. Sie reichen bis ins 18. Jahrhundert, einer Zeit, aus der es viele schriftliche Dokumentationen gibt. Zum Beispiel? Dem berühmten Visum et Repertum-Bericht, der 1732 von einem pensionierten österreichischen Militärarzt geschrieben wurde. Darin erfahren wir im Detail, wie serbische Bauern das Grab eines Vampirs öffnen und ihm einen Holzpflock ins Herz stoßen. Was für eine brutale Methode. Sie ist sehr verbreitet. In Russland verwendet man einen Pflock aus Espenholz, anderswo einen Pflock aus Hagedornholz, aus dem auch Christus Dornenkrone geflochten war. Interessant. Der Glaube an Vampire führt sicher zur Grabschändung, oder? Ja, Tomb Raider. Das heißt, Lara ist ein Vampir. Uff. Ja, Berichte beschreiben hunderte von Graböffnungen. Der Körper eines Vampirs ist leicht zu erkennen, da er noch vollständig erhalten ist. Oftmals sieht er geschwollen aus, durch das absorbierte Blut. Es gibt Blutflecken auf Kleidung, Fingernägeln oder Mund. Manchmal ist der ganze Sarg voller Blut. Ihr sprecht von Vampiren, als würden sie existieren. Ihr glaubt doch nicht wirklich an Vampire, oder? Erzähl das Jonathan. Was meint ihr mit Glauben, Vater? Ich meine, ihr glaubt doch nicht, dass Vampire real, objektiv betrachtet existieren. Real oder objektiv? Ihr müsst euch entscheiden, Vater. Die unmittelbare Realität ist immer subjektiv. Der Rest besteht aus Hypothesen. In Ordnung. Euer Standpunkt ist unanfechtbar. Lasst mich meine Frage neu formulieren. Seid ihr der Meinung, dass die Existenz von Vampiren belegt wurde? Jean-Jacques Rousseau sagte, wenn es jemals in der Welt eine wahre und belegte Geschichte gab, dann die der Vampire. Es fehlt an nichts. Offizielle Berichte, Zeugenaussagen von bekannten Menschen, von Ärzten, von Priestern, von Richtern. Die Beweise sind vollständig. Und doch scheinen all diese Geschichten und Zeugenaussagen sehr konfus. Ich erkenne keine Kohärenz dahinter. Habt ihr nicht selbst gesagt, dass sich die Überlieferungen widersprechen? Ihr dürft diese Legenden nicht wörtlich nehmen. Ich glaube, sie reflektieren eine noch viel schrecklichere Wahrheit. Dieses Buch, Die Herren des Zwielichts, ist das größte Werk, das jemals über Vampire verfasst wurde. Öffnet es. Ich hätte da noch ein Zitat, was... Na gut, es beweist nicht wirklich, aber es ist ein Versuch wert, und zwar von Sherlock Holmes. If you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. Ja, da kann mir niemand andere was behaupten. Sechs Seiten. Die Herren des Zwielichts oder die Erhaltung der Rasse. Professor Hermann van Bergen, in der Hoffnung, dass er diese Studien, die seinem Wissen viel zu verdanken hat, trotz unserer Meinungsverschiedenheiten zu schätzen weiß. Vorwort. Diejenigen, für die diese Arbeit bestimmt ist, wissen genug darüber, sodass es weder Erfolg erforderlich ist, die offensichtlichen Tatsachen aufzuzeigen, noch die Details meiner Referenzen zu zitieren. Deswegen werde ich mich darauf beschränken, die Fakten zusammenzufassen. Diejenigen, die wir überlegene Fremde oder die Herren nennen werden, stammen
von der menschlichen Rasse ab, leben unter ihr und ernähren sich von ihr. Wissen, dass sie nicht altern und dass sie fast unverwundbar sind. Das Fast ist wichtig. Wenn die Herren zerstört werden können, müssen sie Verluste mit grausamen Toten kompensieren. Auf die eine oder die andere Art müssen sie sich fortpflanzen. Fortpflanzen und Selektion. Bei vielen Arten ist die Fortpflanzung unabhängig von Sexualität. Dies gilt auch für die Herren. Wir können davon ausgehen, zumindest im ersten Schritt, dass ihre Fortpflanzung das Ergebnis von Kalkulation ist. Wenn was wahrscheinlich ist, sie sich gegenseitig helfen, die niederen Menschen in Unwissenheit und Dienerschaft zu halten, müssen sie ihre eigene Anzahl erneuern, um nicht schwach zu werden. Die Fortpflanzung einer wahrhaft unsterblichen Rasse muss jedoch streng limitiert sein, ansonsten wird die Nahrung, das menschliche Vieh, schnell knapp. Deshalb ist es inakzeptabel, dass Unsterblichkeit durch einen einfachen Biss übertragen wird, wie eine ansteckende Krankheit. Eine solche Annahme wird beständig von den Fakten widerlegt. Die Art und Weise, auf die die Herren ihre Reihen füllen, ist eine völlig andere. Es handelt sich um ein Verfahren der Selektion und der Hinzuwahl, auf das sich Quellen nach dem 15. Jahrhundert als Pfad des Drachen beziehen. Diese einführende Reise bietet demjenigen, der sie antritt, die Möglichkeit, seinen menschlichen Zustand zu überwinden, um den Herren beizutreten. Der Pfad ist von vielen Prüfungen gesäumt und führt den Kandidaten schließlich zu einem von ihnen. Wenn dieser es wünscht, erhält der Mensch die Bluttaufe, die Unsterblichkeit verleiht. Das, was ein christlicher Autor als Macht über die Gnade Gottes hinaus erleben, hinauszuleben bezeichnet. Das wäre eigentlich schon recht zynisch, wenn Arno, ein Priester, hinterher selbst ein Vampir wird. Der Pfad des Drachen. Aber es heißt ja eigentlich, wenn der Mensch es wünscht. Wir können ablehnen. Die Prüfungen des Pfades sind die Kreuzwege des Realen, des Symbolischen und des Magischen. Sie sind extrem selektiv und es kommt vor, dass Menschen eine oder zwei davon bestehen, ohne sich der Reise bewusst zu sein, die sie angetreten haben. Um alle zu bestehen, braucht es volle Hingabe, einen unnachgiebigen Willen sowie einen nicht greifbaren Faktor, den wir dämonische Gnade nennen werden, da ohne die Gunst und die Anerkennung eines Herrn niemand in ihre Ränge aufsteigen kann. Der Pfad erhielt seinen Namen zum Andenken an den bemerkenswerten Herrn der Geschichte, Vlad Tepes Dracula, der Drache. Daher ist es sicher, dass dieser Prinz den Pfad gegangen ist und es ist sehr wahrscheinlich, dass andere ihm später folgten. Vlad war jedoch nicht der Einzige. Der Pfad existierte bereits vor ihm und er erhielt seine Taufe von einem alten Herrn. Dokumente belegen, dass es seit Beginn der Geschichte Anspielungen auf den Pfad gibt. Die Kryptogramme, die ihn strukturieren, wurden viele Male kopiert. Die Art und Weise, auf die sie mit der heiligen Kunst ihrer Zeit verschmelzen, zeigt, dass sich unter den naiven Kopierern auch ein anderer Eingeweihte befanden, ebenso gewillt, Verewigung ihres Wissens sicherzustellen, wie Zugang zu ihr, zu einer Elite zu erhalten. Die erste Verbindung. Aber wenn es eine unterbrochene Kette von Herren, ununterbrochene Kette von Herren bis zu Vlad Tepes gibt, wer ist dann ihr erstes Glied? Texte, die so alt sind, wie die Schrift selbst, vermuten, dass es Lilith ist, die Kindsmörderin, die aussah wie eine Schlange, die Dämonin des Zwielichts, die einst Mensch war, diesen Zustand jedoch durch eine Rebellion gegen Gott überwunden hat.
Liliths tatsächliche Existenz ist eine Hypothese, die man berücksichtigen muss. Sie wäre dann die handelnde Inkarnation dieses Dursts nach Macht, der den überweltlichen Teil des Menschenerbes bildet. Dieses Element ans Extrem getrieben chakraterisiert die Rasse des Herrn, geboren im Herzen der Menschheit. Und zwar auf eine Art und Weise, die gänzlich mit dem Phänomen der Artentrennung vergleichbar ist, das von Darwin und seinen Anhängern beschrieben wird. Folglich muss der Mensch den Übermenschen erzeugen, nicht nur von einem metaphorischen und einem symbolischen Geschichtspunkt aus, wie der Philosoph es verstand, sondern auch auf der konkreten Ebene der Biologie und des Kräftegleichgewichts. Die Herren des Zwielichts wurde von einem Verrückten geschrieben. Es ist reiner Wahnsinn. Der Krieg, der gerade geendet hat, zeigt, dass die ganze Welt verrückt spielen kann. In weniger als 30 Jahren wird das Böse an die Macht kommen und die Erde wird erneut in Flammen aufgehen. Nein, nicht so schnell, nicht so bald. Nach dem Gemetzel des Krieges wird es einige Zeit dauern, die Wunden der Welt zu heilen. Ihr werdet sehen. Der Autor des Buches, die Thule-Gesellschaft, die es veröffentlicht, es sind Kriminelle, die nicht zögern werden, über Leichen zu gehen, um Macht und ewiges Leben zu erhalten. Sie und ihresgleichen werden den Krieg bringen. Ja, Weltuntergang, ewiges Leben, Weltherrschaft. Dass die Leute sich nicht mal neue Ziele suchen können. Ich meine, das ist so uralt. Das macht jeder. Laut dem Autor von Die Herren führt der Pfad des Drachen zu Flatipesh. Das ist gut möglich. Vlad war ein grausamer Herrscher. Intelligent und entschlossen. Er könnte sehr gut einen Bund mit dem Teufel geschlossen und Unsterblichkeit erlangt haben. Dann hätte er also mehrere Jahrhunderte gelebt? Ja, sicher. Aber wo versteckt er sich? In Vladoviste vielleicht. Oder woanders. Der Fuchs könnte seinen Bau gewechselt haben. Um das herauszufinden, muss man dem Pfad bis ans Ende folgen. Na, dann müssen wir wohl zwangsweise den Pfad betreten. Erzählt mir von der Thule-Gesellschaft. Die Gruppe von Heinrich von Kreuzberg, aus den Ruinen der goldenen Morgendämmerung gegründet, einer anderen Geheimgesellschaft. Die Thule-Gesellschaft hat Professor van Bergen mehrmals kontaktiert, aber er konnte sie nicht leiden. Er hat immer seine Distanz gehalten und ich auch. Haben sie euch kontaktiert? Viele Male. Erst offen und dann durch die Blume. Sie sind sehr schlau, sehr einflussreich, aber ich würde mich niemals mit ihnen einlassen. Was für eine Blume. Da haben die dir Blumen gegeben, um dir zu schmeicheln. Wie könnt ihr so sicher sein, dass ein weiterer Weltkrieg ausbrechen wird? Der Krieg, der von hier die Rede war, das war der erste Weltkrieg, ne? Also, zweiter Weltkrieg wird noch kommen, ja. Kennt ihr die verborgene Apokalypse von Thomas dem Älteren? Ja, manche sagen, es sei ein prophetisches Werk. Hier ist es. Öffnet das Buch, ihr werdet einige verblüffende Dinge lesen. Noch mehr lesen, aber erstmal speichern. Nach ein paar Dialogen. Ah, den ich habe draußen gespeichert. Auf dieser Seite wird der Auslöser des Ersten Weltkrieges genannt. Die Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo. Das Ereignis, das so großen Schrecken über die Welt gebracht hat, wurde Jahrhunderte vorher in diesem Buch angekündigt. Wirklich? Auf dieser Seite? Vergesst die Richtung, in der ihr normalerweise lest. Versucht, die Wörter diagonal oder vertikal zu kombinieren. Casus Belli, der Grund des Krieges. Genau. Das die Prophezeiung enthält zwei weitere Begriffe, die sich mit dem ersten überschneiden. Wenn ihr sie findet, findet ihr Datum und Ort der Ermordung. Was? Ich soll jetzt suchen? Bist du verrückt?
sich aus, als könnte ich geheime Botschaften entschlüsseln. Das ist ein Fall für Detektiv Conan. Verborgene Apokalypse. Und das muss ich dann auf 7 Seiten machen? Halleluja. Es überschneidet sich mit Casus Belli. Ist das ein lateinisches Wort? Ich hab doch keine Ahnung von Latein. Wie genau muss ich das machen? Einfach anklicken? Ja. Wahrscheinlich. Kann Ado nicht auch den Rest machen? Also so sollen wir nicht lesen, von links nach rechts. Sondern von oben nach unten oder von diagonal. Das wird ja noch schöner. Kann ich einfach... Und der macht das dann selber? Keine Ahnung. Ja, mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist das Spiel ja so gnädig. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Rätselraten in anderen Sprachen. Jetzt schon die Kommentare vor mir. Aber checken, das ist doch voll eine Gemeinbildung. Ja. Nein. Keine Ahnung, das wird richtig, ist, was ich hier tue. Wahrscheinlich darf ich nur die Sachen anmarkieren, die auch richtig sind und nicht alles andere. Einfach mal versuchen. Mehr als versagen kann man ja nicht. Doch checken. Die Nachricht könnte explodieren. Und dann stirbst du. Dann kriegst du Game Over. Ich hab gespeichert vorher. Meint ihr, wie oft ich in Dracula 2 gestorben bin? Futi Uses. Imre Rufui. Fui. Was muss ich also eigentlich mit dem kreuzen? Das ist bestimmt auch wieder irgendwas Diagonales, wetten. Jeno Qua E Tel Telna Telna Überschneiden heißt ja, dass es dann so sein muss und nicht so. Ne? Also so haben wir keine Buchstaben von dem anderen Wort. Was mit der Mausempfindlichkeit? Was ist eh? Ich würde schon sagen, das ist jetzt eine Mindestlänge oder wie?
Ja, das Rätsel ist doof. Selbst wenn Maus nicht mitspielen will. Ich doch in die Richtung lesen. Kann ich allgemein nicht, oder wie? Okay, so kann ich, aber in die andere Richtung kann ich nicht. Das Rätsel überspringen.